Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute für euch einen neuen Job. Und den finde ich persönlich ziemlich nice. Und es handelt sich um Holzhacken und dieses Holz dann aufheben, verkaufen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück doch einfach mal an. Und ja, wir brauchen dazu halt so das Ochs-Inventar, was ziemlich wichtig ist. Sonst können wir uns diese Axt hier nicht holen, ja, die ich auf Slot 4 habe. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück einfach mal an. Wir haben jetzt mit Alt, wenn wir halt Alt so gedrückt halten, haben wir dann so ein Auge. Und wenn wir dann den Baum einmal anklicken, können wir hier im Untermenü uns das Ganze dann auch halt auswählen. Jetzt habe ich keine Axt in der Hand, deswegen holen wir die Axt mal raus und probieren das Ganze nochmal. Ja, und fängt er da auch automatisch an zu hacken. So, und ich würde sagen, wir machen noch einen Baum. Ach ja, die Bäume spawnen sich dann immer wieder neu. So, das können wir noch in der Config dann später einstellen, wie schnell das passieren soll. Und wir können auch wesentlich mehr hinzufügen, wenn wir es natürlich wollen. Ansonsten lassen wir das halt auf Standard. So, und da ist es, genau. Gut. Nun können wir das Holz auch wieder mit dem Auge hier, wir machen erstmal die Axt weg, so, und können jetzt mit dem Auge wiederum das Holz dann aufheben, ja. Zack, ja, und gehen dann hier vorne hin und liefern das gute Stück dann nur noch ab, zack, und dann fährt es halt in das Sägewerk rein. Und wir kriegen vor Ort hier schon halt so das Geld. So, das können wir auch einstellen, wie viel der Spieler dann bekommt. Ja, wir gehen wieder hier hin, zack. Und jetzt haben wir wieder 780 Mücken so bekommen, auf jeden Fall. Und ja, das mache ich mal nochmal kurz schnell hier. Wenn wir etwas weiter so entfernt stehen, so dann laufen wir da auch hin, wenn wir das Ganze dann angeklickt haben, was auch ziemlich nice ist, und das ist halt alles automatisch dann. Okay, gut, ja, soweit zum Job, ja. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Ich packe euch alle Links unten in die Videobeschreibung, einfach herunterladen und einmal auspacken. Hier haben wir einmal so den Job an sich und hier haben wir einmal so, was der Job halt braucht, das Ox-Target, ja. Und hier brauchen wir einmal für das Ox-Target, beziehungsweise, ja, brauchen wir halt Ox-Lib auch noch und das Ox-Inventar. Zum Ox-Inventar werde ich nochmal ein separates Video machen, wie man das Ganze halt so installiert und einstellt und so weiter und so fort. Im Ox-Inventar haben wir dann die Waffen auch als Item. Und hier können wir uns die Axt dann raussuchen. Ja. Und uns dann halt per Item einfach geben. Gut. Ja. So, als nächstes loggen wir uns halt ein. Und werden das
komplett installieren. So, das heißt, wir ziehen, wir müssen diese zwei Ordner halt einmal auspacken. Ja, und dann ziehen wir diese beiden Ordner hier rein. Und Oxlib habe ich so oder so schon halt installiert. Das habe ich in Standalone mit reingepackt. Und falls ihr es noch nicht habt, dann müsst ihr das Ganze auch noch herunterladen. Gut, wenn wir alles transferiert haben, müssen wir das Ganze noch starten in der Server-CFG. Das heißt, wir kopieren uns hier wieder die Ordner, Namen einfach aus, gehen dann in die Server-CFG. Gehen dann runter und müssen das Ganze dann hier noch starten. Ja. Hier ist das Inventar, hier ist Oxlib und hier ist OxTarget und hier unter habe ich den Job gestartet. So könnt ihr das Ganze auch machen und somit wird das auch reibungslos funktionieren. Gut, und jetzt müsst ihr nur noch alles abspeichern und den Server neu starten. Und somit habt ihr einen neuen Holzfäller-Job. So, dann würde ich nochmal sagen, dass wir uns diesen Job einmal angucken und hier haben wir die Möglichkeit, in die Config zu gehen. Und die können wir einmal öffnen und hier können wir schon einige sehen. Ja, Respawn-Zeit halt in Sekunden, ja, hier 5 Sekunden, wenn wir den, so den Baum quasi so gefällt haben, hier das halt 5 Sekunden dauern, bis der Baum gespawnt ist. Und das Ganze können wir dann in Sekunden halt angehen, das heißt, wenn wir jetzt einfach so die 5 zu einer 60 machen, haben wir eine Minute, ja. Und dann spawnen sich die Bäume jeweils eine Minute, nachdem sie gefällt wurden. So, hier haben wir das Random Geld, ja, was kommen kann. Zwischen 500 und 1000 kriegen wir halt. Wir können das Ganze aber auch zu einem Preis machen. Das heißt, ihr ändert halt, hier schreibt ihr halt nichts hin, ja. Oder ihr macht halt so die Gewinnspanne von 10 auf 50. Dann kann man zwischen 10 und 50 verdienen. Ansonsten haben wir hier noch die Bäume, ja, also die Props und so die Chance und hier können wir halt die Chance einstellen, wie viel Stämme wir dann rausbekommen, ja, und das können wir halt auch noch erweitern, wenn wir es möchten. Und hier sind die drei Bäume, also die Spots. Und wenn wir jetzt noch mehr hinzufügen wollen, können wir das Ganze einfach hier kopieren, hier wieder ein Komma hin und dann hier drunter halt die neue Koordinate. Und ja, Config ist ziemlich einfach, ja, sollte eigentlich jeder verstehen. Wenn ihr es gemacht habt, dann wiederum speichern, hochladen oder im Server gleich bearbeiten. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen rum da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.